Ich grüße euch alle. Dieser Eintopf, was ich jetzt koche, die hat eine Geschichte. Das ist ein Möhreneintopf mit Wirsing und Kartoffeln. Das ist ein Rezept von meiner Schwiegermutter, die heißt Ursula. Und die hat mir das Rezept gegeben, als sie 1945 alle geflüchtet von Ostpreußen. Und hat sie mir erzählt, sind sie geflüchtet über dem Ostsee. Und dann gab nichts zum Essen und dann die haben das gekocht, dieser Eintopf. Manchmal hat sie Glück gehabt, hat sie ein Stück grüner Speck bekommen, hat sie das in diesen Eintopf gemacht, manchmal hat sie gar nichts bekommen. Und das fasziniert mich, muss ich ehrlich sagen, was sie mir alles erzählt, wie die Menschen gehungert haben. Und wir dürfen dankbar sein vor dieser Zeit, dass wir nicht hungern müssen. Wir gehen in den Laden rein, wir kaufen alles, was wir wollen. Und viele Menschen, die essen die Hälfte davon, wenn das nicht so schmeckt, und schmeißen das im Müll. Das darf man nicht machen. Man muss immer an die alte Zeit oder an die Menschen denken, an die Senioren, was wir auf der Straße sehen. Ich habe so großen Respekt von diesen Menschen, weil die haben gehungert und gelitten und so weiter. Und was ich sagen möchte, ich bin so fasziniert, wie Deutschland war alles zertrümmert, alles bombardiert, war Wirtschaft ganz unten und wie die Wirtschaft hochgekommen ist, also ich bin so sprachlos. Also deutsche Volk, muss ich ehrlich sagen, ist so tough, ist so fleißig, ist so ordentlich und das gefällt mir sehr. Und darum möchte ich euch heute zeigen, dieser Eintopf, genau wie sie gekocht hat und die Zutaten dafür hatte sie nicht viel, wirklich. Möhren habe ich schon geschnitten, Wirsing, Kartoffeln, Zwiebel und Mehl und Pfeffer und Salz und ein bisschen Muskatnuss. Das kam rein. Ich mache die mit euch gemeinsam und dann die wird schmecken. Bestimmt wird die schmecken. Ich bin gespannt, wie die schmeckt. Dann fangen wir an. Damit Geschmack in die Suppe kommt und Kalorien kommt, dann wird eine Pfanne genommen und in die Pfanne wird Mehl einfach so rein und Mehl wird angeröstet oder geröstet. Musst du aufpassen auf schwache Hitze, bis das braun wird und danach kommt das einfach in die Suppe rein. Ohne Fett, ohne nichts. Rüste ich den an. So, Mehl habe ich hier in die Pfanne. Und daneben mache ich einen Topf rauf. Und dann kommen im Topf die Zwiebeln ohne Fett, ohne Öl, Essigmark einfach so rein. So, da könnt ihr sehen, der Zucker von Zwiebeln hat sich hier karamellisiert. Das gibt den Geschmack, es darf nicht so schwarz werden. Das ist hier das Trick, was die früher gemacht haben. So, den werden wir jetzt die Möhren reinmachen. Möhren. Werden auch angebraten. Und Kartoffeln. Man muss immer bei Möhren Fett reinmachen, weil Möhren hat die Beta-Carotin und das ist Möhren, die Vitamine immer fettlöslich. Also wenn wir hier kein Fett reinmachen, dann lösen sich die Vitamine von den Möhren nicht so gut. So, dann habe ich jetzt hier, koche den Boden, dieser karamellisierte Zucker von Zwiebeln. Und dann wird das gebraten, noch ohne Fett. Und hier auf dem Mehl musst du immer rühren, aufpassen, dass es nicht zu schwarz wird. Aufpassen, der wird da langsam schön braun. Der gibt Geschmack. Und nun machen wir etwas Öl rein, Fett. Speck, grüner Speck haben wir nicht. Hatten die nicht, meine ich. Und dann machen wir jetzt Fett rein. Und da sind das Mehl. Wird langsam braun.
Jetzt mache ich darauf Salz. Pfeffer. Und etwas Muskatnuss. Dann nochmal braten. Eigentlich vom Möhreneintopf macht man eine schöne Brühe mit Lorbeerblatt, mit Piment, mit Suppengrün und so weiter. Aber es gab das alles nicht. So, jetzt kommt darauf einfach Wasser. So haben damals die Menschen gelebt nach dem Krieg. Aber die waren alle noch gesünder als wir heute, muss ich das ehrlich sagen. Heute sind viele Leute krank, haben mit Herzen zu dick, Cholesterin hoch, Zucker hoch, Diabetes, was weiß ich, was die alles ergischt und so weiter. Durch zu viel Lebensmittel. So, jetzt das Mehl, geröstetes Mehl, bekommt er langsam noch mal diese Farbe. Und dann dieser braune Farbe reicht, dann stelle ich den beiseite und nachher kommt das in die Möhreneintopf rein. Topf abdecken und dann Möhren kochen, Kartoffeln kochen, weich werden lassen. Nach der Hälfte des Garezeit mache ich jetzt rein den Wirsing. Dann wird nochmal weiter gegart. Und dann bin ich gespannt, wie das schmeckt, wenn das fertig ist. Es gibt nichts Schlimmeres als Hunger und Durst. Wirklich. Das ist am schlimmsten. Es gibt viele Menschen, die noch hungern. Und wir haben hier alle gut, wirklich. Wir schmeißen Essen weg, wenn uns nicht schmeckt. Ich nicht. Ich mache das niemals. Aber es gibt viele Menschen, die das machen. Und eines Tages wird die Zeit sich ändern, werden die auch hungern und dann werden die sehen, wie das war, als die immer Lebensmittel weggeschmissen haben. Decke ich wieder nochmal ab und dann gar nicht zu Ende. So, meine Lieben, nach ungefähr 10 Minuten. So, jetzt hat es gekocht, deswegen ist es weich, mehr und weit. Jetzt kommt das Mehl. Mehl muss kalt sein. Da kommt er nicht heiß auf heiß, kommen Klümpchen. Dann machen wir das Mehl rein. Und dann wird sofort gerührt. Und dann lassen wir das kochen ungefähr auf schwache Hitze, ungefähr, hat sie gesagt, 5 bis 10 Minuten so. Man muss aufpassen, die Gemüse nicht, dass es zu weich wird, damit das Milchgeschmack so weggeht. So, guck mal, oh, das ist schöner Farbe, wirklich, hat schon schöner Farbe. Nehme ich von der Brühe auch in die Pfanne rein und dann, damit wir nicht verschwenden, Mehl, warum soll man verschwenden? Schade um Verschwendung von Lebensmitteln. Ja. Alles kommt rein. Schöne braune Farbe und dann rein damit. Sieht gut aus. Ich werde die Rezeptur nicht verändern. Keine Lorbeer, kein Piment, nichts machen. Ich möchte das so essen und immer an die Zeit denken, an die Menschen, die gehungert haben. So werde ich das machen. Darum wollte ich euch dieses Rezept mal zeigen, dass ihr die auch kocht, bitte, und dann an die Menschen denkt, die damals gehungert haben. So, das ist soweit. Ich werde die Suppe mal probieren. Fehlt noch Salz. Und mache ich noch etwas Pfeffer rein. Dann probiere ich die nochmal. Wow, wie schmeckt jetzt?
Natürlich, die schmeckt gut, aber schmeckt noch besser, wenn man mit Fleisch macht, mit Brühe oder mit Fond oder mit Lorbeer und Piment und Gemüsebrühe und so weiter. Aber werde ich nicht machen. So ist die Suppe, so sieht die aus. Wow, sieht gut aus. Könnt ihr so mit dem machen, lasst euch schmecken und vielen Dank fürs Zuschauen und an die alte Zeit denken, als die Menschen gehungert haben, solidarisch sein und denke ich mal da mitmachen und probieren. Alles Gute, freue ich mich auf nächstes Video, bleibt alle gesund, vielen Dank, danke, ciao.